Guten Nachmittag. Na, das hat ja gestern hat ja gestern einiges in Gange gebracht. Also nicht auf meinem Kanal, aber auf dem anderen, wie hasserfüllt und wie doof ich wäre. Und ja, gut. Das Arktiseis schmilzt. Ich sage trotzdem, na und keine Bange. Ich wusste es ja. Aber okay, ich habe diesen gefakten Versuch einerseits von diesem Wolfi und andererseits diese sehr seltsame Darstellung aus Spektrumwissenschaft, gehört zu Springer, mal genauer untersucht und habe den Versuch selber gemacht. Ich habe also, hierauf pfeifen wir jetzt mal, ist wirklich, könnt ihr euch beruhigen. Ich habe also in Salzwasser, ich stelle das alles gleich dar, in Salzwasser Eis reingetan und wirklich mit Berg aufgefüllt. Ich durfte dann nicht am Tisch wackeln, selbst der Wind war ein bisschen gefährlich und hinterher war der Berg genauso groß, es ist nichts passiert. Aber dazu komme ich dann gleich. Na dann, bis dann. Dann wollen wir mal sehen. Na dann, fangen wir mal an. Ich habe hier Kochsalz. Ja, es steht Jodsalz drauf. Und ich gieße jetzt mal richtig schön viel von diesem Jodsalz da hinein. Also von wegen hier bloß 3% oder so. Nö, nö, wenn, dann wollen wir es richtig wissen. Und damit sich das vielleicht sogar sättigt, die ganze Lösung, habe ich so viel reingetan, werde ich jetzt mit heißem Wasser die ganze Sache auffüllen. Und mit heißem Wasser deswegen, damit sich das Salz erstmal besser löst. Und wenn sich es dann gelöst hat, ne, dieses Kochsalz zum Essen ist Natriumchlorid, ne? Also was auch in den Meeren drin ist. Wenn sich das dann gelöst hat, dann ist es soweit okay. Dann können wir zum Versuch rübergehen. So, weiter geht's. Jetzt hoffe ich, dass dieser Plastikbecher auch hält. Rein mit dem heißen Wasser, es dampft schön. Ich habe es jetzt allerdings mal ein paar Minuten stehen lassen. So, und jetzt werde ich dann gleich das Eis reinkippen. Halt, vorher noch umrühren. Ja, unten sieht man noch ein bisschen Eis. Im Strudel sieht man noch ein bisschen Eis. Salz, wollte ich sagen. So, und dann müssen wir einfach jetzt ein bisschen warten. Aber das müsste sich gleich aufgelöst haben. So, ich hole das Eis. Das Eis ist drin, man sieht hier an den Schlieren, wie das kalte Wasser absinkt, aber ich werde jetzt auf jeden Fall hier oben noch heißes Wasser draufkippen, nicht damit es schneller geht, sondern wir wollen ja wissen, ob sich das Volumen ausdehnt. Ach, ist fast ein Berg. Jetzt muss ich vorsichtig sein. So, wir sehen trotz alledem, das Eis schwimmt noch, es guckt oben heraus, aber wenn diese Menge Eises dann letzten Endes den Flüssigkeitsspiegel anhebt, also dass es überläuft. Hier sieht man schön den Berg hier. Ja, dann wäre der Beweis erbracht, dass der ganze typische Wasser-Eisversuch mit Süßwasser, mit Salzwasser nicht funktioniert. Gut, ich warte noch ein bisschen, ich mache mal das Video aus. Damit es auch jeder glaubt, es ist trocken alles unten und ja, der Berg ist immer noch drauf. Rechts ist ein kleines bisschen weniger, links ist der Berg größer, also müsste es ja links überlaufen. Es dauert noch, naja, oben guckt noch Eis raus, wir müssen einfach warten. Jetzt sind 2 Minuten vergangen, hat sich noch nichts Wesentliches geändert, bis auf dass das Eis wesentlich weniger geworden ist. Gucken wir noch mal, immer noch alles trocken. Ja, es geht ein bisschen Wind, deswegen wackelt es. Ich bin noch nicht an den Tisch gekommen, also bis gleich. So, das meiste Eis ist weg. Ein bisschen ist noch da. Ich muss sagen, ich hatte mal kurzzeitig ein kleines bisschen Angst, dass hier was überschwappte, weil der Wind am Tisch gerüttelt hat. Aber es ist nichts passiert. Hoffen wir das Beste, dass das ruhig bleibt. Man sieht, dass es wird immer weniger Eis, ne? Also, und es passiert nichts. Jetzt ist wieder Wind. Ganz bisschen gewesen, das reicht schon manchmal. Aber, naja. Wie schrieb jemand, oh, ein Pool, da werden sich ja so bestimmte Leute drüber freuen. Ja, ich freue mich schon, weil ich lasse den auch schön kalt, denn ich springe auch im Winter rein, sofern es nicht zugefroren ist. Apropos zugefroren, einmal war das Wasser unterkühlt, da hatten wir minus 10 Grad draußen, das ist aber schon eine Weile her. Und bei minus 10 Grad bin ich reingesprungen, weil das Wasser noch flüssig war, aber es war unterkühlt und durch meinen Impuls
fing es dann an zu frieren. Ich dachte, ich friere ein. So, was ist hier? Kleines bisschen Eis noch. Der Berg ist auch nicht höher geworden. Nix. Na, warten wir noch ein bisschen. Es waren jetzt übrigens wieder 2 Minuten vergangen. Ich melde mich dann. Naja, angesichts der riesigen Eismenge von vorher kann man sagen, der Versuch ist so gut wie abgeschlossen. Jetzt sind wieder 2 Minuten vergangen. Der Wind, ja, ab und zu kommt er in Böen, klar, thermischer Wind. Aber das lohnt sich eigentlich jetzt wirklich nicht lange noch weiterzumachen. Das kleine bisschen wird auch nichts am Wasserstand ändern. So, ich gehe dann gleich nochmal drauf ein. Apropos unterkühltes Wasser, das kennt jeder. Jetzt kommt wieder Wind, merkt das? Ein kleiner Windstoß und schon wackelt das Tischchen. Das Ding ist ja nun wirklich bis zum Stehkragen gefüllt, aber hier unten ist nichts passiert, gar nichts, überhaupt nichts. Unterkühltes Wasser, das kennt jeder von unterkühlten Regen, Eisregen, Blitzregen, wie der auch immer genannt wird. Da ist dann wirklich die Hölle los. Also das Wasser kommt flüssig irgendwo auf und durch diesen Impuls, den es erfährt beim Auftreffen, gefriert es dann doch. Das ist eine spannende Geschichte. Kennen wir alles von Glatteisszenen und so weiter. So, also jetzt wirklich. Beim besten Willen, das kleine Stückchen Eis hier, wenn man es noch sieht, hier, sieht man es? Ja, müsste. Das kleine Stückchen Eis macht den Kohl auch nicht mehr fett. Und was ist? Nichts übergelaufen. Also, ist ja auch klar, archimedisches Prinzip. Ich werde es dann nochmal kurz in einem Schlusssatz erklären. Na dann. So, bis zum Schluss hat es jetzt doch nochmal 4 Minuten gedauert, um dieses kleinste Restchen Eis noch rauszukriegen. Nichts passiert, gar nichts. Hätte ja überlaufen müssen, ne? Wenn sich's nur um 2,6% ausgedehnt hätte. Alles Blödsinn. Ich gehe dann auch noch mal gleich drauf ein, woher diese seltsamen Messergebnisse kommen, worauf dieser Wolfi da verwiesen hat. Also, naja, gucken wir uns dann alles noch mal an, diese Bilder und so weiter. Aber man darf eben nicht alles glauben, ne? Heutzutage selber ausprobieren macht schlau. So, hier, alles trocken. Nichts passiert. Der Berg ist da. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich stoße mal gegen. Uha. Gut, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Wind erlauben können. Es war wirklich knapp. Schön, gut. Ich sagte ja eingangs, dass ich dann nochmal auf die Versuche jetzt eingehen werde. Und zwar, ich sagte auch, ich wusste es ja schon vorher. Statischer Auftrieb kann jeder bei Wikipedia nachlesen. Der Artikel wurde immer wieder ergänzt und wie schwer das alles ist mit dem Klima und so weiter. Aber bei statischem Auftrieb, das Eintauchvolumen des Eises, was mir immer vorgehalten wurde von irgendwelchen klugen Menschen, verhält sich zum Gesamtvolumen wie die Dichte des Schwimmkörpers zur Dichte der Flüssigkeit, in der er schwimmt. Naja gut, so, zu diesem Artikel, auf den sich dieser kluge Wolfi bezog. Und zwar da steht, der Würfel, also Eiswürfel, ragt also ein wenig weiter heraus. Klar, wenn die Dichte des Wassers, in diesem Fall Salzwassers, etwas höher als Wasser ist, ja, dann ragen alle Dinge weiter heraus. Gucken wir nochmal auf dieses Bild hier. Hier liegt einer im Toten Meer und liest Zeitung und braucht sich um das Schwimmen überhaupt keine Sorge zu machen. Das wissen wir alle aus dem Schwimmbad, wenn man sich da einfach so reinlegt. Ja, da muss man schon sehr viel Nerven haben und ruhig bleiben, dass man so schwimmt. Aber die Zeitung lesen? So, also der Würfel ragt also ein wenig heraus und wenn er schmilzt, fügt er der Flüssigkeit trotzdem seine ganzen 10 Kubikzentimeter Wasser hinzu, weshalb das Volumen knapp 2,6% wächst und der Spiegel dementsprechend ansteigt. Aha, naja. Als Beweis wurden uns 2 Bilder, ich zeige die dann gleich nochmal einzeln, gezeigt, wo sich dann hier was geändert haben sollte. Aber gucken wir uns die Bilder mal genauer an. Klick und Klack. Einmal mit Eis, einmal ohne Eis. Und jetzt schaut mal auf den oberen Rand. Ihr könnt euch das auch entsprechend noch vergrößern, aber es ist jetzt wirklich unwichtig. Man sagt Ableseparallaxe dazu, ne? Also wenn man mal von hier und mal von ein bisschen anders guckt, dann sieht das doch gleich ganz anders aus. Ich sage ganz einfach Fake dazu, beim besten Willen. Willfährige Leute haben da einen Versuch gemacht, der kein Versuch war. Ich pfeife drauf. Ihr habt ja an meinem Versuch gesehen, das ist Quatsch. Sicherheitshalber. Eine Broschüre von der aus Potsdam, PIK Potsdam, zum Thema sagt es ja auch, mehr Eis und Salzgehalt und so weiter. Und jetzt den Satz, das Abschmelzen
des im Nordmeer schwimmenden Eises, das wäre ja in diesem Fall die Arktis, resultiert nicht, wie oft vermutet, in einer Erhöhung des Meeresspiegels, da es sich im Schwimmgleichgewicht mit dem Ozean befindet, wie die Eiswürfel im Trinkglas. Naja, gut, es gibt noch andere Sachen durchs Abschmelzen, aber darum geht es ja jetzt nicht. Es geht ja um diesen Versuch. Auch die Uni Frankfurt hat einen Artikel gemacht. Und zwar gucken wir gleich wieder an die richtige Stelle. Und hier steht, dagegen steht das Meereis im Schwimmgleichgewicht mit dem Ozean und beeinflusst somit die Meeresspiegelhöhe nicht. Das kann man überall noch nachlesen. Also wenn man ein kleines bisschen Ahnung von Physik hat, dann ist das kein Problem. Schwimmgleichgewicht. Das sogenannte Schwimmgleichgewicht besagt das. Und das Verhältnis habe ich gerade erklärt. Tja, liebe Leute, Physik einfach erklärt, aber ich sage, bildet eure Kinder, bildet eure Enkel, macht solche Versuche nach. Ihr seht, habt ja gesehen. Und wirklich beim besten Willen, tut was in der Richtung. Vor allem die Enkel sind noch nicht ganz verdorben. Vielleicht kann man da noch was machen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss. Ich freue mich schon auf die Kommentare der Trolle und so weiter. Oh, naja, egal. Also, bis dann. Tschüss, tschüss.